Ich habe da kurz einmal in mein Bücherregal gegriffen und habe da ein kleines Buch gefunden. Das passt nämlich wunderbar zu unserem Thema, der Herr der Ringe. Könnt ihr empfehlen, das einmal durchzulesen. Aber wir beschäftigen uns jetzt nur mit einem Aspekt davon, nämlich mit dem einen Ring. Also genau genommen heißt das bei uns in der Mathematik der Kreisring. Da haben wir also unseren Kreisring. Das ist also das da. Und wenn ich von diesem Kreisring die Fläche ausrechnen will, dann ist das jetzt auch keine Hexerei. Weil wir sehen den Radius vom inneren. Wir sehen den Radius vom inneren Kreis. Wir sehen den Radius vom äußeren Kreis. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, zwei Kreise zu berechnen, nämlich den äußeren Kreis. Da schreibe ich jetzt A für außen. Das ist also R2 Quadrat mal B. Innen R1 Quadrat mal B. Und die Fläche vom Kreisring ist damit äußerer Kreis. Minus innerer Kreis. Wer brav aufgepasst hat, der sieht sofort, da kann man was herausheben. Die Fläche vom Kreisring ist also Pi mal R2 Quadrat minus R1 Quadrat. Jetzt könnte man natürlich wieder überlegen, wie schaut denn das aus, wenn ich da den Durchmesser gegeben habe. Auch nicht so schwer, wie vorher. D2 Quadrat Viertel mal Pi, der innere Kreis D1 Quadrat mal Pi Viertel, die Fläche vom Kreisring ist damit, jetzt mache ich es schnell, ich hebe das gleich heraus, das sieht man, Pi Viertel ist zum Herausheben D2 Quadrat minus D1 Quadrat. Jetzt habe ich da so viel leeren Platz, da könnte ich doch glatt den Umfang vom Kreisring mir ausrechnen. Und den Umfang kriege ich immer, wenn ich so einmal um und um gehe. Also ich habe da den Umfang des äußeren Kreises und den Umfang des inneren Kreises. Und das sagt ja schon mit dem und dazwischen, ich muss die zusammenzählen. Der Umfang vom äußeren, also außen, ist D mal B. Der Umfang vom Inneren D mal B. Und der Umfang vom Kreisring ist damit, man kann es jetzt fast schon ahnen, dass ich das B wieder da heraushebe, gell? D2 plus D1. Was ist, wenn ich nur einen Radius gegeben habe? Naja, was wird da viel sein? 2r2 mal pi, 2r1 mal pi. Und wenn ich die zusammen zähle, dann sehe ich schon, der 2 und das pi ist zum Herausheben 2 mal pi mal r2 plus r1. Und das war's auch schon. Fertig mit der Geschichte.
Jetzt fangen wir einfach zum Lesen an.